Hallo alle zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal und im heutigen Video möchte ich euch zwei Varianten von meinem Alltags-Make-up-Look zeigen. So schminke ich mich, wenn ich wirklich morgens in der Früh ganz schnell aus dem Haus muss, wenn ich keine Zeit habe, mich fertig zu machen. Und genau dieses Make-up möchte ich euch vorführen. Ich zeige euch heute zwei Varianten, denn die eine Variante geht etwas schneller. Die zweite geht eigentlich auch super schnell, nur halt es kommt wieder drauf an, worauf ihr Lust habt, ob ihr genügend Zeit dafür habt und generell welche Schritte am wichtigsten für euch sind, wenn ihr euer Haus verlasst. Ich hoffe, ihr seid auf das Video gespannt, also lasst uns doch schnell starten und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir starten heute mit dem Gesicht und ich werde als erstes den Primer auftragen. Wenn ich mich beeilen muss, dann lasse ich einfach diesen Schritt aus und trage einfach meine Feuchtigkeitscreme auf und dann kann ich schon mit dem Make-up starten. Dann trage ich schon die Foundation auf. Die ist bei mir von Yves Saint Laurent. Die ist sehr leicht und die Deckkraft ist nicht so stark. Und das mag ich so an dieser Foundation. Ich möchte einfach meinen Ton ausbessern, etwas ausgleichen, meine Rötungen abdecken. Aber ich möchte keine Maske tragen. Von der Farbe her passt mir diese Foundation ganz gut. Nur in der Kamera sehe ich gerade, sieht es etwas heller aus. Obwohl, mal schauen. Ich verblende einfach die Foundation von der Gesichtsmitte nach außen hin. Die Ohren müssen auch etwas mitspielen, denn wenn wir die auslassen, dann sieht es nachher auch komisch aus. Denn das Gesicht ist abgedeckt und gleichmäßig und die Ohren sind, keine Ahnung, haben eine ganz andere Farbe. Aber das wisst ihr bestimmt auch so. Danach trage ich schon den Concealer auf und ich trage meistens die zwei Farbnuancen. Das habe ich euch auch in meinem Winterfavoriten-Video gezeigt. Der eine Ton ist etwas dunkler, der andere logischerweise etwas heller und dann vermische ich die zwei einfach auf meinem Gesicht. Und mit dem dunkelsten Ton gehe ich einfach über meine Pickelmale hier und lasse den einfach mal einwirken. Und bis dahin verblende ich erstmal den Concealer unter meinen Augen und um die Nase herum, weil ich habe hier diese Rötungen und das ist mir auch sehr wichtig, dass die immer abgedeckt werden. Den Rest, der noch auf meinem Pinsel klebt, verteile ich einfach hier auf meine Stirn. Wenn eure Haut perfekt ist und ihr habt nichts abzudecken und zu kaschieren, dann könnt ihr einfach zu einem Concealer greifen und halt diese Augenpartie hier einfach auffrischen, etwas aufhellen, damit ihr etwas frischer wirkt, vor allem morgens in der Früh, wenn ihr zur Arbeit geht, zur Uni geht. Ihr braucht die Foundation gar nicht aufzutragen. Und für euch würde es dann noch schneller gehen. So, jetzt verblende ich noch den Concealer hier. Ich blende den einfach mit tupfenden Bewegungen aus. Dann verblende ich noch mit dem Foundation-Pinsel den Concealer und die Foundation, quasi diesen Rand, den wir hier haben. Jetzt setze ich das Ganze noch mit einem transparenten, losen Puder. Das ist ein Puder von Laura Mercier. Ich setze meistens meine T-Zone und die Augenpartie. Und auch hier oben den Concealer auf meinem beweglichen Lid, damit er nicht in die Lidfalte verrutscht. Damit sind wir jetzt auch schon fertig und jetzt wärme ich einfach mein Gesicht mit dem Bronzer auf. Ihr wisst, ich mag Bronzer und das ist einer der wichtigsten Schritte bei mir. Manche tragen einfach einen Blush auf, um das Gesicht aufzufrischen. Ich trage aber immer einen Bronzer auf. Ich finde, damit kann man auch nichts falsch machen. Das ist der Bronzer von Becca in der Farbe Bali Sands. Und das ist der hellste Bronzer, die hellste Farbnuance, die sie haben. Und ich finde, es passt auch ganz gut. Ist nicht sehr stark, aber das Gesicht ist trotzdem, wirkt trotzdem frisch und etwas aufgewärmt. Man hat etwas Farbe im Gesicht ja, und das wollen wir ja erreichen. Ne? So etwas die Nase konturieren. Ich konturiere meine Nase eigentlich nie. Ich mache immer mit dem fluffigen Pinsel einfach, ich mache den einfach flach mit meinen Fingern, dann gehe ich nochmal in den Bronzer rein und dann konturiere ich die Nase
einfach hier so ganz schnell und das reicht eigentlich auch schon. Genau, was ich über den Pinsel sagen wollte. Ich habe ja euch in meinem vorletzten Video gefragt, ob ihr mir vielleicht einen Konturpinsel empfehlen könnt. Und dann hat eine liebe Zuschauerin mir geschrieben, dass sie diesen Pinsel super gut findet. Den gibt es bei DM. Der Pinsel ist von der Marke Boutique. Ich werde aber den Namen natürlich unten aufschreiben, wenn ihr wollt. Und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Pinsel. Der ist genauso, wie ich den haben wollte. Der ist fluffig, der ist spitz zulaufend und ja, damit kann man sehr schön konturieren. Danke, vielen lieben Dank für deinen Tipp. Und jetzt sind wir schon fast fertig mit dem Gesicht. Ich trage noch ganz schnell dieses Puder auf. Hier das ist von Hourglass und ich mag ja eigentlich den Highlighter. Ich trage den fast immer oder besser gesagt immer, ja. Aber seitdem ich dieses Puder habe, trage ich es meistens in meinem Alltags-Make-up anstatt Highlighter. Ich gehe einfach mit dem Pinsel über die drei Highlighter und trage einfach das Ganze auf mein Gesicht auf. Und mit dem Puder sieht man einfach frisch und schön und gehighlightet aus. Ich mag wirklich diesen Effekt, den das Puder dem Gesicht verleiht. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber sieht einfach sehr natürlich und gesund aus. So würde ich das halt beschreiben. Ach ja, und meine Augen habe ich ja gar nicht gesettet. Fällt mir gerade ein. Ganz schnell. Eigentlich geht dieses Make-up ganz schnell. Also wenn ich das jetzt nicht aufnehmen würde und nichts kommentieren würde, dann würde das bei mir, keine Ahnung, 10 Minuten dauern vielleicht. Kommt drauf an, auf was ich noch Lust habe. Die Augenbrauen. Ich werde jetzt die mit meinem neuen Augenbrauen-Tint auffüllen, den ich euch auch in meinem letzten Video gezeigt habe und in meinem vorletzten vorgeführt habe. Das ist der Augenbrauen-Tint von MAC. Der hat so eine Markerform und ich ziehe einfach mit dem Stift mit der Spitze die Härchen nach. Geht auch super schnell. Also am Anfang muss ich sagen, habe ich schon etwas länger gebraucht, aber je öfter man das macht, desto schneller habt ihr es drauf. Die Augenbrauen haben diesen Schatten bekommen. Die sind da, die sind nicht verloren, denn die Augenbrauen sind der Bildrahmen von unserem Gesicht. Und wenn wir die auslassen, dann wirkt das Make-up, egal was ihr macht, wirkt das Make-up nicht vollständig. Es sieht dann so aus, als ob etwas fehlen würde. Deswegen die Augenbrauen nie aus den Augen lassen, die Augenbrauen aus den Augen lassen. Ich glaube, ihr könnt mir folgen. So, und jetzt fixiere ich noch schnell die Härchen mit einem Fixing Gel. Hier die vorderen Haare kämme ich einfach hoch und die restlichen schon quasi zur Seite etwas. So bekommen die auch diese natürliche Form. Manchmal, wenn ich meine Augen noch unterstreichen möchte, dann gehe ich einfach mit einem Pinsel in den Bronzer rein und trage die Farbe einfach in meine Lidfalte auf, damit meine Augen diesen Schatten bekommen. Dadurch wirken die Augen etwas lebendiger, würde ich sagen, und nicht ganz, ganz blass und verloren durch das ganze Make-up und durch den ganzen Concealer, den wir aufgetragen haben. Es hat sich fast nichts verändert, aber sieht trotzdem schon etwas frischer aus. Dann würde ich vielleicht noch, wenn ich dazu noch Zeit habe, einen Highlighter nehmen, das kann auch aus dieser Palette sein, und den unter, ich nehme mal einfach den mittleren, unter meine Augenbraue auftragen. So, dann mit dem Pinsel nochmal schnell verblenden. Und das war's eigentlich auch schon. Für die Lippen nehme ich einfach einen Lippenbalsam. Das ist bei mir zum Beispiel eins von Carmex. Und ich trage das immer auf. Ich kann ohne Carmex nicht leben. Ich bin ein Carmex-Suchti. Und fertig ist der Look.
der Alltagslook, der eigentlich ganz, ganz schnell geht. Ihr merkt, das ist wichtig für mich, dass meine Rötungen und meine Pickelmale abgedeckt werden. Die Augenbrauen sind auch wichtig für mich und dass ich etwas Farbe im Gesicht bekomme. Deswegen die ganzen Schritte. Dann fixiere ich das Ganze nochmal mit dem Spray. Und voilà, fertig ist der erste Look. Jetzt kommen wir schon aber zu der zweiten Variante von diesem Alltagslook. Und wenn ich morgens zum Beispiel etwas mehr Zeit habe, dann tusche ich mir noch die Wimpern und ich trage etwas Lipgloss auf oder halt einen Lippenstift. Kommt drauf an, worauf ich morgens Lust habe. Und ja, das machen wir jetzt. Ich tusche aber nur meine oberen Wimpern. Die unteren lasse ich einfach aus. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist. Ich mag es einfach, wie es an mir aussieht, wenn ich nur die oberen Wimpern tusche. Vor allem bei so einem unauffälligen Make-up. Ein Tipp am Rande vielleicht, wenn ihr eure Wimpern tuscht und ihr habt dann einen Klumpen an der Spitze von einer Wimper. Wenn ihr nochmal mit dem Pinsel drüber geht, dann geht er nicht weg. Ich mache immer so, ich gehe einfach mit dem Finger und drücke einfach diesen Klumpen zusammen und dann bleibt es hier an meinem Finger kleben. Und wenn die Wimperntusche halt von der Wimper weg ist, dann tusche ich die nochmal und dann sieht das Ganze schon viel besser aus. Irgendwie kam ich mit der anderen Mascara nicht zurecht. Jetzt tusche ich meine Wimpern mit meinem Liebling. Und das war's auch schon. Jetzt nur noch die Lippen. Ich trage einfach einen Lipgloss auf in der Nude-Farbe. Und fertig ist der zweite Look. Das war's auch schon von mir. Ich hoffe, dass euch dieses Video heute gefallen hat, dass meine zwei Alltags-Make-up-Varianten euch angesprochen haben. Und ich freue mich natürlich über jedes Feedback. Ich lese immer jeden Kommentar durch und vielen lieben Dank. Und wir sehen uns natürlich ganz bald in meinem nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao!